So schön auch das letzte Jahr vorbeigegangen ist. Wir hatten auch natürlich etwas Honig für unseren Völkern. Insgesamt hatten wir oder haben wir 6 Völker gehabt damals. Hier das, was bei uns zu Hause steht. Man sieht, die Bienen sind fleißig am Eintragen. Wir bauen auf Liebermann, sagen, ja, man sieht, alles ist in Ordnung, alles ist super. Und dann haben wir auch noch aus den Erzeugnissen Met gebraut. Wir haben, glaube ich, 70 Liter Met gemacht. Ja, lief alles relativ gut. Jetzt im Frühling mussten wir feststellen, von unseren Völkern sind leider viele Völker weg. Die sind gestorben. Es ist normal, dass über den Winter ein paar dieser Völker eingehen. Wir konnten allerdings nur eines von diesen 6 Völkern durch den Winter bringen. Die Waben waren alle noch voll, also an Hunger sind sie nicht gestorben. Diese Waben sollen wir natürlich nicht für neue Völker verwenden, falls doch Krankheiten existieren. Deshalb habe ich sie momentan noch in diesen Zagen belassen. Bis ich Corona-bedingt ein größeres verschließbares Behältnis, eine Kunststoffwanne mit Deckel kaufen kann, dann werde ich die Waben sauber machen und ja, die kommen dann in den Wachsschmelzer. Natürlich muss man dafür sorgen, dass an diese Waben jetzt keine Bienen hinkommen und sich dort mit dem Honig bedienen. Richtiger Honig ist es ja nicht. Im Winter oder vor dem Winter, im Herbst füttert man ja Apis invert oder ein anderes Futtermittel zu. Ja, was folgt, ist eine Menge Arbeit. Man muss die Einfluglöcher natürlich wieder sauber machen. Alles andere auch sauber machen. Also erstmal die Wachsreste abkratzen, die Totbienen aus den Einflugkästen entfernen. Ja, und dann alles desinfizieren. Wir benutzen 6%iges Wasserstoffperoxid, das wir dann aufspritzen erstmal im ersten Schritt. Und dann läuft auch schon eine ganze Menge Dreck runter. Wir lassen alles an der Sonne trocknen. Und dann flammen wir das alles noch mit einem Bunsenbrenner, ihr seht ihn hier in Rot, ab. Das heißt, wir gehen jede Stelle ab, um ja, die restlichen Keime, falls welche da sind, abzutöten durch das Feuer. Danach stellen wir das Ganze natürlich nur die Einfluglöcher, ohne irgendwelche Beuten drauf, also Zagen drauf, wieder auf. Und ja, wir haben schon 3 neue Völker geordert. Die werden pro Volk ungefähr 120 bis 150 Euro kosten. Also auch kein billiges Hobby. Meistens kriegt man die vom Imker dann mitsamt Zeige oder Beute mit, stellt die an den Platz, wo sie später hinkommen, lässt sie da erstmal 1 bis 2 Tage stehen und dann packt man die Rähmchen von der einen Zage, die den Jainen nicht gehören, in eine neue Zage, die einem gehört. Die ist natürlich auch nicht neu, sondern auch aufbereitet wie die Einfluglöcher dieses Jahr. Zu beachten ist, dass die neuen Völker mindestens 3 Kilometer entfernt gekauft wurden oder standen vielmehr. Auf dem Stammplatz, weil Bienen sonst zu ihrem ursprünglichen Platz zurückkehren. Vor dem Einwintern schaut man immer nach, dass ein Bienenvolk stark genug ist. Also 6.000 bis 10.000 Bienen sollten es schon sein. Das waren es auch, würde ich sagen, bei uns. Dennoch haben wir in mindestens 4 Völkern nur ein paar hundert Totbienen gefunden. Die Vermutung liegt nahe, dass sie im warmen Winter vielleicht doch noch ausgeflogen sind und als dann abends das die Temperatur angezogen hat, es nicht mehr zurück in die Beute geschafft haben. Und dadurch die Bienenmasse so geschrumpft ist, dass auch der Rest nicht mehr überleben konnte. Sie konnten sich und ihre Königin nicht mehr warm halten.